Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2018-19. Der letzte, allerletzte Spieltag, der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Los geht's. FC Bayern München gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0. Und die Bayern sind zum 7. Mal wieder hintereinander Deutscher Meister. Jetzt Deutscher Meister. Los geht's. Deutscher Meister. Dann die weiteren Tipps. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Borussia gegen Borussia. Das Ganze geht 2:2 aus. Fortuna Düsseldorf gewinnt zu Hause gegen Hannover 96 4:2. FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart 3:0 für Schalke. VfL Bochum VfL Wolfsburg gewinnt gegen FC Augsburg mit 3:1. Mainz verliert zu Hause gegen Hannover 96 mit 0:3. SV Werder Bremen gegen RB Leipzig. Bremen ist die erste Niederlage in 2019 schlucken. Das gewinnen die Leipziger nämlich in Bremen mit 2:3. Und Hertha BSC Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen 2:2. Und SC Freiburg gegen 1. FC Nürnberg 3:0 für Freiburg. Das war's mit dieser Saisontippspiel am Bundesliga-Saison 2018-19. Mir hat es Spaß gemacht, mit euch zu tippen. Und nächste Saison geht's weiter mit dem Bundesliga-Tippspiel. So, das war's vom Video. Bis dahin, schöne Sommerpause. Aber es kommen noch Europameisterschaft, Qualifikationstippspiel, dann gibt's noch Nations League Finale Tippspiel, UEFA Champions League Finale Tippspiel, Europa League Finale Tippspiel, also die Tippspiele sind noch lange nicht zu Ende. Aber die Bundesliga schon für diese Saison. Bis zur nächsten Saison. Bis zur Saison 2019, 2020. Wir sehen uns. Ciao.